und getan und getan und getan. Und in dem Moment hieß es dann, wir glauben, dass sie keinen Spaß dran haben werden. Und ich dachte so, wollte mich veräppeln. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leider habe ich meine Mama heute nicht am Start. Also wir haben hier heute leider keinen Mama-Mittwoch. Aber es gab ein Thema, worum ich sehr oft gebeten worden bin in den letzten Jahren, muss man ja ehrlich sagen. Ich bin irgendwie nie dazu gekommen, beziehungsweise hatte ich so ein Video schon mal abgedreht. Aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, also ich habe es einfach nicht hochgeladen, weil ich so extrem unzufrieden war. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht irgendwie noch an dieser Enttäuschung, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es heute um das Thema Pilotenausbildung gehen. Der Weg dahin, Bewerbung und so weiter. Was habe ich überhaupt damit zu tun? Warum, wieso, weshalb spreche ich in diesem Video drüber? All diese Fragen werde ich heute klären, da das doch einige interessiert anscheinend. Und vor allen Dingen auf Instagram war die Abstimmung eindeutig, dass viele von euch das gerne sehen würden. Deswegen machen wir das heute. Ich versuche das relativ ungeschnitten zu machen und einfach so ein bisschen zu erzählen. Folgendes. Also, der Traumberuf Pilot ist ja für ganz, ganz viele Leute tatsächlich ein Traumberuf. Auch für mich war das so, ich war schon seitdem ich klein auf irgendwie war begeistert für die Fliegerei und wollte selbst, immer als ich fliegen war, war das irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Egal wie oft ich irgendwie im Urlaub oder so war, ich fand das immer einfach toll. Dementsprechend wollte ich selbst irgendwie einfach Pilotin werden. Zusätzlich war das auch so, dass ich während meiner Schulzeit, auch schon zu Grundschulzeiten, schon immer wirklich relativ gut in Mathe war, in Physik und so weiter und ich auch diese ganzen logischen Vorgänge sehr, sehr interessant fand und dementsprechend kam der Beruf Pilot für mich eigentlich sehr, sehr früh schon in Frage. Immer wenn man mich gefragt hatte, hast du einen Traumberuf, habe ich am Anfang noch, als ich kleiner war, Modedesignerin gesagt. Aber ich glaube, seitdem ich dann 12, 13 war, habe ich gesagt, ich will Pilotin werden und da haben viele immer sehr, sehr schief geguckt, vor allen Dingen, weil es jetzt als Frau nicht so der klassische Berufswunsch ist. So, dann kam natürlich der Moment, wo ich dann gesagt habe, so, ich will mich bewerben und dieser Entschluss, den habe ich schon gefasst, während ich noch mein Abi gemacht habe. Ich war damals 17 und das war auch sozusagen der frühestmöglichste Zeitpunkt, wo man sich überhaupt prüfen lassen konnte. Ich rede jetzt persönlich über die Lufthansa, ich will jetzt hier nicht Werbung machen oder sowas, falls hier irgendwie Schleichwerbung verdacht, nein. Also Lufthansa ist halt, soweit ich weiß, falls es noch immer noch so ist, damals war es zumindest so, die einzige Luftlinie, wie nennt man das nochmal? Wow, Fluglinie, die sozusagen deine Pilotenausbildung bezahlt. Und die Pilotenausbildung ist halt nun mal einfach nicht günstig. Man kann sie privat machen, muss trotzdem, soweit ich weiß, Einstufungstests machen, um diese Ausbildung erst anfangen zu können, zahlt diese und muss das danach natürlich dann irgendwie einen Kredit aufnehmen und so weiter und so fort und danach natürlich einen Job finden. Das war aber sehr unsicher, beziehungsweise damals hieß es schon, wow, du bezahlst diese Ausbildung, passt danach vielleicht keinen Job, du kannst diesen Kredit nicht zurückzahlen, du endest als Taxifahrer. Das waren vielleicht Mythen, ich weiß es nicht, aber das ist das, was in diesen Foren und so, wo ich mich so bewegt hatte, sehr viel darüber gesprochen worden ist und die meisten gesagt haben, versuch dein Glück bei der Lufthansa. Dementsprechend hatte ich damals diese Ansichten und wusste, okay, ich versuche es bei der Lufthansa entweder da sozusagen oder gar nicht. Meine andere Option war dann eventuell noch die Swiss, weil auch dort die Ausbildung übernommen wird, soweit ich weiß. Das Einzige, was anders ist, dass man sozusagen die Gebühren, um den Test zu machen in Zürich, selbst zahlt. Und bei der Lufthansa ist es so, dass die einen Teil zu, ja, so eine Pauschal sozusagen euch zahlen, damit ihr nach Hamburg fahren könnt und dort dann den Test machen könnt. Ich habe mich also damals beworben. Das war während Abi-Zeiten. Viele in meinem Jahrgang wollten tatsächlich auch Pilot werden. Die meisten, 90% dieser Leute, waren einfach Dummschwätzer. Sorry, das will ich jetzt nochmal so rückwirkend sagen. Die haben gesagt, ich will auch Pilotin werden. Ja, und nie von denen hat sich irgendeiner beworben. Sorry, da muss ich ehrlich sagen, wenn ihr es machen wollt, redet nicht so viel drüber, macht es, weil das kommt immer doof, wenn man so vor anderen sagt, ich werde das machen und so, und dann macht man halt nie irgendwas dafür, ne? Es gab nur noch einen anderen, soweit ich weiß, der hat sich wirklich dahinter geklemmt und hat teure Kurse bezahlt, beziehungsweise dazu kommen wir nämlich auch gleich. So, nachdem meine Bewerbung dann rausging, habe ich relativ schnell eine Antwort bekommen, soweit ich mich erinnern kann, und dann macht man erstmal so einen Online-Test, wenn ich mich richtig erinnere, und danach wird man sozusagen erst zur BU eingeladen, zur Berufsgrunduntersuchung, und danach kommt dann die FQ, die Firmenqualifikation, und danach kommt dann sozusagen der medizinische Test und dann kann man erste Ausbildung. Man sagt ja, dass die Piloten-Einstufungstests einer der härtesten Einstufungstests sind, die es so gibt. Ich sage einer, denn es gibt natürlich noch andere harte Tests. Ich kann soweit sagen, also ich habe jetzt nur den gemacht, es ist heftig, es ist nicht ohne. Ich habe damals angefangen, nachdem ich die Bewerbung ab
geschickt hatte, beziehungsweise schon davor, zu lernen. Ich habe Mathe gelernt, ich habe ganz, ganz tolles Buch gehabt zum Thema Mathe, Kopfrechnen. Ich konnte sogar vierstellige Zahlen, also zweimal vierstellige Zahlen miteinander mal nehmen und das ist egal, welche Zahl. Ich kann das jetzt nicht mehr, sondern das sind wirklich ganz, ganz bestimmte Techniken. All das habe ich geübt, als hätte ich euch innerhalb von 3 Sekunden das Ergebnis nennen können. Ich kann das heute nicht mehr, weil mein Langzeitgedächtnis das natürlich nach hinten geschoben hat, weil ich das nicht gebraucht habe. Und all diese Sachen habe ich gelernt, Physik, ich habe Englisch nochmal ganz viel gelernt und dann habe ich mir zusätzlich eine Übungssoftware geholt und die wurde empfohlen in den Foren, also wenn ihr einfach mal so Pilotenausbildung sucht, dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Foren, wo man sich schlau lesen kann. Diese Software habe ich mir dann geholt und ich weiß nicht, ob sie Sky Pilot heißt oder sowas in der Art. Das ist einfach echt schon wieder 7 Jahre her oder 6 Jahre. Und da habe ich dann sozusagen jeden Tag mindestens eine Dreiviertelstunde bis 2 Stunden gelernt. Und diese Tests, die es auf dieser Software gibt, das sind ganz, ganz bestimmte Tests. Und zwar zum Beispiel sagt dir eine Frau, also du kriegst einen Würfel angezeigt mit einem Punkt auf einer Seite, dann sagt eine Frau per Audio rechts, vor, zurück, links und das mal schneller, mal langsamer und danach musst du dann sagen, wo sich dieser Punkt befindet. Beziehungsweise zum Beispiel werden dir auch Zahlen aufgesagt, verschiedene Zahlen, einfach 4, 6, 5, 9, 1, 5, 6 und diese Frau hört dann irgendwann mal auf zu sprechen, das ist dann auch ab und zu schneller, ab und zu langsamer und dann, wenn dieser Punkt aufhört, musst du dann die letzte Zahl rückwärts so viele wie möglich aufsagen. Ich konnte teilweise über 12 Zahlen. Ich glaube, mein Maximal war 16 Zahlen aufsagen. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ich es damals hinbekommen habe. Also was wurden sozusagen 20 Zahlen gesagt und dann von hinten, also die letzte Zahl, die gesagt worden ist, konnte ich 16 nach hinten einfach aufschreiben und habe sie mir gemerkt. Und auch das waren Techniken. Dadurch habe ich mich relativ gut vorbereitet gefühlt. Ich habe das 1 Jahr lang gemacht, bis ich dann die Möglichkeit hatte, nach Hamburg zu gehen. Mein Test, mein erster, war, soweit ich weiß, genau, das war kurz nach dem Abi. Kurz nach dem Abiball im Sommer. Ich bin da dort hingegangen, ich war super nervös, es sind relativ viele Leute dort vor Ort und dann haben die Tests von morgens bis abends angefangen. Es war wirklich hardcore und jeder dieser Tests geht, manche gehen vielleicht eine halbe Stunde, manche gehen eine Stunde, vor allem diese Konzentrationstests, wo man einfach echt stupide die ganze Zeit nur irgendwelche Dreiecke anklickt, mal nach Farbe, mal nach Muster und da heißt es dann wirklich schnell reagieren und vor allen Dingen auch die richtigen Ergebnisse bringen. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Tag war wirklich extrem nervenaufreibend. Also es war echt nicht ohne. Ich hatte mich davor schon durch die Foren und so, habe ich ein paar Leute schon kennengelernt gehabt, weil man sich da wirklich relativ gut verknüpfen kann. Man kann sich gut gegenseitig helfen. Vor allen Dingen denke ich, heutzutage, wo auch WhatsApp gängiger ist, ist es bestimmt einfach, irgendwelche WhatsApp-Gruppen zu finden, wo man sich austauschen kann. Und ich hatte zwar viel Respekt, aber ich war mir sehr sicher, weil ich halt einfach 1 Jahr lang geübt hatte. Ich hatte aber damals nicht diese privaten Lehrgänge besucht, die es ja auch gibt, wo man echt sehr viel Geld zahlt, um sich darauf vorbereiten zu lassen. Ich persönlich halte da auch nicht sehr viel von, weil ich denke, dass, das sind einfach Fähigkeiten wie räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Das sind Dinge, die kann man oder kann man eher nicht. Und wenn man sie eher nicht kann, da kann dir keiner helfen. Also das musst du wirklich selbst, so gut es geht, zu üben. Oder eine Rechts-Links-Schwäche oder sowas. Das sind Dinge, entweder man übt sie ums Verrecken oder man hat sie irgendwie schon glücklicherweise in dem Kopf drin. Aber so ein Lehrgang macht es an dieser Stelle nicht besser. Da müsst ihr euch wirklich selbst dahinter klemmen. Das Krasse an diesem Tag war also tatsächlich nicht unbedingt die psychische Belastung. Die hat natürlich groß mit reingespielt, sondern wirklich einfach diese verschiedenen Tests. Ich weiß nicht, wie viele es letztendlich waren. Da war auch sehr viel Physik dabei. Als ich diese Fragen beantwortet hatte, dachte ich so, wow, oh mein Gott. Zusätzlich war auch so ein kleiner psychologischer Test da. Da werden zum Beispiel solche Fragen gefragt wie, du kriegst noch eine wichtige E-Mail rein von der Arbeit, du hattest dich aber gleichzeitig mit Freunden verabredet, lehnst du die Arbeit ab, beantwortest du sie erst morgen oder triffst du dich nicht mit deinen Freunden und sagst du deinen Freunden ab? Und da denkt man sich natürlich, was soll ich jetzt antworten? Da ist natürlich auch, da muss einfach eure Intuition entscheiden, da gibt es wirklich kein falsch oder richtig. Da weiß, glaube ich, auch keiner, wie die genau bewerten. Da geht man dann von Hamburg wieder zurück nach Hause. Ich bin damals geflogen von Hamburg nach Frankfurt, weil ich das ganz praktisch fand und weil ich dann schneller angekommen bin. Ich hatte schon so ein Glücksgefühl, muss ich ehrlich sagen, weil erstens hatte ich mich natürlich für Lufthansa beworben. Zweitens bin ich dann mit Lufthansa heimgeflogen. Da dachte ich so, eines Tages wirst du in diesem Cockpit sitzen und du wirst selbst die Pilotin sein. Und ich habe die Crew angeguckt und dachte so, träum, träum, träum. Ja, also ich war da echt so voll und ganz
einfach happy, weil ich auch ein gutes Gefühl hatte. Da war ich zu Hause und dann kam, weiß ich gar nicht, ich glaube, es geht relativ schnell, der Bescheid, dass ich bestanden hatte und zur nächsten Phase übergehen darf, der Firmenqualifikation. In der ersten Phase, in dieser Berufsgrunduntersuchung, die ich ja bestanden hatte, wird wirklich getestet, hast du die Fähigkeiten, Pilot zu werden? Also kannst du rein geistig, rein von deinem Wissen, von deinem Denken Pilot werden und bist sozusagen für diesen Job geeignet? Da kommt schon mal positiv rein, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, ich könnte theoretisch wirklich Pilotin werden. Rein theoretisch, wenn man diesen Eignungstest glaubt. Dann bin ich sozusagen zu dieser Firmenqualifikation eingeladen worden und das Ganze war über ein halbes Jahr später. Ich hatte dann schon angefangen zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen, weil ich mich natürlich nicht zu 100% darauf verlassen hatte und wusste, dass die Wartezeiten bis zu Beginn der Ausbildung teilweise 3 Jahre dauern könnten. Das heißt, selbst wenn ich dann die zweite Phase auch bestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Jahre warten müssen, bis ich die Ausbildung beginnen kann. Das war zumindest das, was damals in den Kreisen so gesagt worden ist. Dementsprechend habe ich mein Studium angefangen. Wirtschaftsingenieurwesen hat sich da super geeignet. Das heißt, ich hatte meinen zweiten Test während meines Studiums und habe dann sozusagen einfach, also ich bin dann natürlich nicht zu einer Vorlesung gegangen, weil ich habe ja auch keine Aufenthalts, ich muss ja nicht dort sein. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und hatte diese 2 Tage Test und hatte mich davor auch schon mit 3 anderen, das sind nämlich 10 Leute, die da eingeladen werden, also an der zweiten Phase. Also in der ersten Phase waren es, glaube ich, sogar knapp 60 Leute und in der zweiten Phase waren es dann ungefähr 10. Und wir hatten uns schon ein bisschen vorher ausgetauscht, auch wieder, weil wir uns durch diese Foren vorher kennengelernt hatten. Das heißt, wir sind vorher auch abends zusammen essen gegangen, konnten so ein bisschen die Nervosität nehmen. Ich war die einzige Frau tatsächlich, also wir waren 9 Männer und ich war die einzige Frau, was ja jetzt auch nicht schlimm ist. Nur ich finde es schade, dass es wirklich sehr, sehr wenige Frauen sind und auch sehr wenige Frauen, die es dann in die zweite Runde schaffen. Seltsamerweise. Auf jeden Fall waren wir dann am nächsten Tag dort und dieser Test erstreckt sich über 2 Tage. Also es kann sein, dass er über 2 Tage geht, wenn man nicht am ersten Tag schon rausfliegt. Und das Schlimme an diesem Test ist tatsächlich die psychische Belastung, weil sie einen unglaublich lange warten lassen. Man unterschreibt vorher was, dass man beobachtet werden kann und so weiter. Man sieht auch einige Kameras und so. Und der eigentliche Test ist natürlich nicht nur, dass deine Fähigkeiten getestet werden, sondern zusätzlich auch, dass du beobachtet wirst. Kannst du geduldig sein? Kannst du warten? Bist du nervös? Merkt man dir die Nervosität an? Das sind halt einfach wirklich alles Psychologen, die dich da den ganzen Tag beobachten. Wir hatten zum Beispiel diese typische Beladungsaufgabe, falls ihr euch schon mal ein bisschen mehr informiert habt. Da sind dann Straßen, da muss man mit jemand Zweitem dann über ein Funkgerät reden, Anweisungen geben und die Anweisungen sind auch in einer bestimmten Reihenfolge, die ihr dann auch dort erst kennenlernt. Und dann muss man diese Straßen richtig beladen. Die Aufgaben gehen natürlich nie richtig auf. Man hat immer irgendein Problem, muss das lösen. Und das kann man natürlich gar nicht perfekt lösen. Die perfekte Lösung gibt es nicht. Hauptsache, ihr argumentiert vor dem Psychologen natürlich gut. So. Und eine weitere Aufgabe, die wir, glaube ich, auch noch an dem Tag hatten, ja genau, die war an dem Tag, war ein Gruppengespräch, genau. Und damals hieß es dann, dass man irgendwie an einem Tisch sitzt und so weiter. Und als ich dann dort war, haben die das ganze Verfahren geändert. Wir hatten nicht nur diese Aufgabe, dass wir untereinander diskutiert haben und einen Dienstplan, also wir waren alle Stewards, nennt man das heute noch so, Flugbegleiter, alle 3, und hatten einen Dienstplan, den wir verteilen mussten und jeder von uns hatte natürlich Probleme. Also der eine musste unbedingt an Weihnachten zu Hause sein, weil die Kinder irgendwie da sind und sonst traurig sind, weil die Frau sich sonst scheiden lässt, so ungefähr. Der andere hatte einen anderen wichtigen Termin und der andere war krank oder sowas. Also wirklich Probleme, die sich natürlich alle überkreuzt haben. Und wir mussten jetzt nicht nur diskutieren untereinander, dass wir diesen Dienstplan irgendwie geregelt bekommen, weil die Kunst ist es da natürlich zu sagen, ich bin offen für deine Vorschläge, irgendwie vertrete ich meine Interessen, aber deine Interessen kommen auch nicht zu kurz. Also es ist gar nicht so leicht. Genau, da geht es halt wirklich zu gucken, passt diese Person zu Lufthansa, passt die Person zu einem Team, zu einer Crew, könnte die eine komplette Flugzeugbesatzung, also eine Crew, gut anleiten und gut regeln, weil der Pilot ist ja der, der letztendlich das letzte Wort hat und vertritt ja nicht nur seine eigenen Interessen, sondern vertritt auch die Interessen der Crew. Das alles wurde damit getestet. Das Knifflige, gleichzeitig wurden Kopfrechnen Aufgaben gestellt, die waren jetzt nicht so krass schwer, aber es war sehr schwer, weil diese Aufgaben haben jede 5 Sekunden geändert, also sich gewechselt, die waren unterhalb des Bildschirms, wir hatten so einen Bildschirm und da mussten wir gleichzeitig die Ergebnisse von uns in den Dienst
Dienstplan eintragen, zusätzlich die Kopfrechnen, Aufgaben rechnen und natürlich noch untereinander reden. Man durfte aber bloß nicht merken, dass man eine gedankliche Pause macht und nicht darauf eingeht, weil man ja eine Kopfrechnenaufgabe löst. Also ich muss ehrlich sagen, wow, sowas Multitasking-Heftigstes habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe den ersten Tag bestanden, das sagen die euch dann auch genau an dem Tag. Ich dachte so, wow, ich bin mega happy. Ich so, oh mein Gott, ich bin meinem Traum ein Stückchen näher. Diese jahrelange Arbeit, weil da war es dann ja schon über anderthalb Jahre, wo ich mich darauf vorbereitet hatte, haben sich gelohnt. Und da war ich am zweiten Tag da. Genau, dann kommt dann der Simulationstest und der psychologische Test. Nee, der Simulationstest und danach das Bewerbungsgespräch. Ich bin dann noch zum Simulationstest gegangen, da kriegt ihr verschiedene Termine. Da sind uns auch schon Leute entgegengekommen, die es nicht geschafft haben. Das fand ich wirklich sehr, sehr traurig. Und auf jeden Fall bin ich dann beim Simulationstest rausgeflogen. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch auch erklären, das weiß ich. Also ich war damals ja noch gerade ganz, ganz frische 18. Ich war sehr, sehr unsicher in dem Sinne und das hat die Psychologin gemerkt. Also ich habe Simulationen, kann man halt vorher einfach, man kann keinen Simulator fliegen. Wo soll man das denn machen? Und das ist vor allen Dingen auch kein normaler Simulator. Selbst wenn ihr solche Simulationen, Flugzeuge, also so einen Simulatorflug bucht, das wird euch nicht retten. Ich hatte das nämlich gemacht und habe mich ein bisschen darauf vorbereitet, aber keine Chance, Leute. Das ist ein ganz, ganz spezieller Simulator. Ihr müsst gleichzeitig per Funk eure Kurse ansagen, müsst die Kurse währenddessen sozusagen genau optisch berechnen. Also da gibt es keinen Kompass, der euch, also es gibt schon einen Kompass, aber es gibt nicht mit Gradanzahlen und so, der euch anzeigt, wie viel Grad könnte die Kurvenänderung sein. Steig-, Sinkflüge, all diese Kurse müsst ihr ansagen. Gleichzeitig müsst ihr, glaube ich, mit zwei oder drei Bedienfeldern diesen Simulator fliegen. Und es war auf jeden Fall wieder totaler Brainfuck. Also das kann man ganz ehrlich so sagen. Und mein Problem war, glaube ich, in dem Fall, dass ich zu perfektionistisch war im Vergleich zum ersten Tag. Und das, weil ich so nah vor meinem Traum war, dass ich dann letztendlich nervös wurde, weil ich gemerkt habe, es hat nicht geklappt. Und letztendlich sind diese Tests, was man sich zu, also hier hervorholen sollte, die sind nicht dafür da, dass sie unbedingt zu 100% klappen, sondern sie wollen euch testen, wie ihr in diesen Situationen reagiert. Das heißt, was ich euch empfehlen kann, bleibt immer ruhig, auch wenn ihr merkt, dass ihr die Aufgabe nicht gut gelöst habt. Es geht darum, dass die Psychologen sehen, wie ihr damit umgeht, wenn die Aufgabe auch nicht richtig geklappt hat. Und das war mein Fehler. Ich war nämlich kurz vorm Heulen im Simulator. Kennt ihr das, wenn einem so die Tränen hochschießen? Und das kam einfach, weil es so sehr mein Traumberuf war, dass ich in dem Moment einfach gemerkt habe, oh mein Gott, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, das mache ich nicht, ich werde keine Pilotin. Und wenn ich an diesen Moment denke, werde ich wieder ganz, ganz, ganz emotional. Und da habe ich es gemerkt und dann wurde ich in den Raum geleitet nach dem Simulationstest als erstes, weil der andere hat zweiter geschafft, dann klar wollten die zuerst, damit ich nicht so lange warte. Bin ich reingegangen, da war dann eine Psychologin und ein Pilot von der Lufthansa. Und der hat mir dann erklärt, warum, wieso, weshalb das dann nicht so geklappt hatte. Und der hat dann gesagt, machen Sie denn was? Habe ich gesagt, ja, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Hat er gesagt, ja, machen Sie das weiter. Das Einzige, was mir an dieser Stelle halt nicht gefallen hat, dass mir gesagt wurde, wir glauben, dass Sie keinen Spaß in dem Beruf hätten. Und da habe ich mir gedacht, wow, stopp. Ich kämpfe schon seit über anderthalb Jahren auf diese Tests hinzu und das würde ich doch bestimmt nicht machen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich verdammt viel Spaß in dem Beruf hätte. Das war zumindest mein Gedankengang damals. Vielleicht haben die damals schon ein bisschen geahnt, also wenn ich das jetzt so rückblickend sechs Jahre später sehe, vielleicht hatten sie recht, vielleicht wäre ich nicht hundertprozentig glücklich damit geworden. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, meine Berufsgrunduntersuchung, also diese Tests, diese komplizierten Tests, die vorher waren, die sind überdurchschnittlich gut, bis auf Englisch, da war ich nicht so gut und ein bisschen Physik, ansonsten ist der Rest überdurchschnittlich gut und dann dachte ich so, yay, so ein bisschen Ego-Push. Und in dem Moment war ich relativ gefasst, ich bin aber dann raus und sobald diese Tür hinter mir zuging, also ich war noch nicht mal aus dem Gebäude, ich war nur aus dem Raum, wo dieses Gespräch war, meine Tränen sind einfach geflossen. Ich konnte es nicht ändern. Ich war froh, dass mich niemand gesehen hat. Ich bin schnell zur Toilette und ich habe geheult und geheult und geheult und ich musste mich irgendwie beruhigen, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt erstmal raus zum Hotel, dann geht mein Flug später und dann bin ich zurück und dann habe ich einfach geheult. Ich habe auf dem Weg zum Hotel geheult. Ich kann gleich nochmal heulen. Ich habe dort geheult. Ich habe die ganze Zeit geheult. Das war wirklich, es war so schlimm in dem Moment. Das ist ja an sich nichts Schlimmes, nichts Weltbewegendes, aber selbst wenn ich jetzt wieder daran denke, ich habe so viel Kraft, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Kraft in etwas gesteckt und so viel Arbeit und so viel gemacht und getan und getan und getan. Und in dem Moment hieß es dann, wir glauben, dass sie keinen Spaß dran haben werden. Und ich dachte so, wollte mich veräppeln, das ist doch, sag mir doch wirklich, warum es ist, dass ich
dass ich vielleicht zu sensibel bin oder irgendwas, aber nicht deswegen. Sag mir nicht sowas. Und ich habe die ganze Zeit geheult. Ich habe mich nicht beruhigt. Und dass ich dann mit Lufthansa natürlich nach Hause geflogen bin, war nicht besser. Ich habe den ganzen Flug geheult. Ich habe einfach nur geheult. Ich bin angekommen, ich habe geheult. Ich habe vor meiner Mutter geheult, ich habe vor Damien geheult. Ich habe die ganze Zeit einfach nur geheult. Und das hat sich auch relativ lange gezogen. Also ich habe einige Nächte dann auch wieder, als ich so dran gedacht habe, dachte ich so, oh toll, ich muss jetzt was studieren. Was heißt, ich muss es ja nicht. Aber damals habe ich das so gesehen, als ob ich es müsste. Ich muss jetzt Wirtschaftsingenieurwesen machen. Was ist mein Plan B? Ich hatte, also natürlich hatte ich ja einen Plan B, wenn man das so ganz rational sieht, weil ich hatte mein Studium. Ist ja nicht so, dass ich gar nichts gehabt hätte. Aber ich dachte mir so, oh, das ist jetzt nur so ein Übergangsding, so ein nice to have, aber ich werde meinen Traum erfüllen und werde Pilotin. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, wenn du so am Boden zerstört warst, warum hast du es nicht woanders versucht? Ich habe mir schon natürlich Gedanken gemacht darüber, was die Piloten gesagt haben, beziehungsweise die Psychologen. Ich werde mir kurz mal ein Tempo holen. So, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Sorry, ich weiß auch nicht. Das ist einfach ein emotionales Thema, weil ich will gar nicht wieder damit anfangen, obwohl ich ja jetzt etwas habe, was ich so gerne mache. Aber trotzdem, es lässt mich irgendwie nicht so hundertprozentig los. Ich habe mir damals auf jeden Fall Gedanken gemacht, ich hätte zur Swiss gehen können, aber damals war das halt schon relativ viel Geld, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, wenn du so sehr wolltest, warum scheiß auf das Geld, was du damals ausgegeben hättest, um zum Test zu gehen. Aber man muss sich vorstellen, man lernt halt so viel und dann hat es irgendwie nicht gereicht und dann denkt, zweifelt man auch an sich selbst und an seinen eigenen Fähigkeiten. Das Selbstbewusstsein ist dann erstmal ein bisschen weggebrochen und das ist, glaube ich, auch das Ding, warum ich es nicht nochmal woanders versucht hatte. Und diese Horrorgeschichten mit dem Kredit und so weiter. Und deswegen habe ich es halt nicht privat versucht gehabt. Ich habe mich dann auch so ein bisschen in diesem Studium verloren, beziehungsweise habe ich mich dann viel in YouTube gestürzt. Ich habe viele YouTube-Videos gedreht, habe da so ein bisschen auch meine Erfüllung natürlich gefunden und jetzt letztendlich auch meinen Berufsweg. Das, was ich dann vor 2 oder 3 Jahren erfahren habe, ist, dass die viele Flugschüler von der Lufthansa das Problem haben, einen Job zu kriegen und oft mittlerweile bei Eurowings bzw. damals noch Germanwings eingeteilt werden bzw. auch bei Cargo fliegen und teilweise nur kurze Verträge und so weiter und so fort kriegen. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, wow, vielleicht war es Schicksal, dass ich damals nicht genommen wurde. Bei uns wurde damals auch keiner genommen von den 10 Leuten. Ich konnte mir das damals auch nicht erklären, weil die Ausreden waren ein bisschen blöd. Was war das bei dem anderen? Ich weiß gar nicht mehr, was die ihm gesagt hatten. Das war auf jeden Fall auch richtig, richtig blöd. Genau, die haben ihm gesagt, wir können sie nicht durchschauen. Und dann haben wir uns alle gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein. Man ist dort 2 Tage lang unter den krassesten Voraussetzungen, sind 10 Psychologen gefühlt die ganze Zeit um einen rum und die können einen nicht durchschauen. Also dann haben sie irgendwie deren Kompetenz verfehlt. Dafür sind die doch da. Also die müssen doch die Erfahrung haben, eigentlich jeden Menschen zu durchschauen. Und das war jemand, wo ich mir sicher war, dass er genommen wird. Und bei uns hat sich der Verdacht dann so ein bisschen aufgetan, vor allen Dingen, weil dann schon diese Gerüchte damals waren und nach 3 Jahren wurde es dann bestätigt, ne? Dadurch, dass die Flugschüler nicht mehr richtige Jobs kriegen, dass sie gezwungen sind, teilweise die Tests zu machen, obwohl sie eigentlich dadurch, dass sie ihre Flotte nicht mehr vergrößern und viele Leute länger arbeiten und was weiß ich nicht alles, wer weiß, was davon stimmt, Leute nicht mehr annehmen wollten, beziehungsweise wegen stupiden Gründen teilweise gekickt haben, was natürlich schade ist, weil wenn man sich einmal bewirbt, ist die Chance danach vorbei. Wie ihr merkt, rede ich wirklich sehr, sehr lange über dieses Thema. Es ist ein sehr langes Video, aber es sind halt unglaublich viele Informationen, die man dazu erzählen kann. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Wie ihr seht, es nimmt mich immer noch irgendwo mit. Aber ich habe mittlerweile etwas gefunden, was mir Spaß macht. Und wenn ich diesen Weg vergleiche von Piloten, ich habe jetzt auch sehr viele Piloten kennengelernt, als ich in Mauritius dort war. Die sind dort vielleicht auch teilweise Schüler von der Kaltschule gewesen. Und dann habe ich deren Lifestyle so gesehen und dachte so, ja, Sophia, vielleicht war das nicht schlecht. Wenn ich Pilotin gewesen wäre, wer weiß, ob ich noch mit Daniel zusammen wäre. Wer weiß, ob wir jetzt ein Haus zusammengebaut hätten. Wer weiß, ob ich noch weiter YouTube-Videos gemacht hätte, obwohl es wahrscheinlich cool gewesen wäre, YouTube-Videos von überall auf der Welt zu machen. Wer weiß, ob ich wirklich glücklich damit geworden wäre. Ich weiß es nicht, aber wer weiß. Also es war wahrscheinlich einfach Schicksal und so sehe ich das selbst momentan. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil es natürlich sehr schwer ist, wie ihr seht, sehr spezifisch zu antworten und das ein riesen Themengebiet ist und ich das jetzt alles relativ oberflächlich angeschnitten habe und das Video trotzdem schon so lang ist, dass ihr einfach unten in den Kommentaren eure Fragen hinschreibt. Ich kann euch gerne, sehr, sehr gerne antworten unten in den Kommentaren und werde all das beantworten, was ich vor allen Dingen noch weiß, weil das Ganze ist ja schon 6 Jahre her und ich weiß natürlich auch nicht mehr, wie die ganze Geschichte aktuell aussieht, ob die ihre Prüfungstestverfahren geändert haben. Genau
inhaltlich kann ich euch jetzt natürlich auch nicht viel erzählen. Erstens habe ich es vergessen, zweitens habe ich natürlich einen Vertrag unterschrieben, wo steht, sie werden niemals darüber sprechen. Aber all das, was ich euch erzählt habe, sind Infos, die es sowieso schon so im Internet gibt und die auch frei verfügbar sind. Deswegen würde es mich sehr interessieren, wolltet ihr schon mal Piloten werden? Ist irgendjemand von euch vielleicht Flugbegleiter? Wollt ihr Flugbegleiter werden? Lasst es mir sehr gerne in den Kommentaren und da ich werde sie mit sehr, sehr viel Spannung lesen. Ansonsten werde ich jetzt erstmal Schluss machen, da das Video dann doch relativ lange ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde mich jetzt ein bisschen beruhigen und vor den Ventilator setzen und verlinke euch hier auf jeden Fall noch die beiden letzten Mama-Mittwochs mit Themen. Klickt da sehr gerne rein, da wird es auch ein bisschen um Berufe gehen. Hier könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.